Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da und zwar heute mit der Analyse zu Smiley. Smiley war das Haustier von Caesar Clown. Es wurde hergestellt, indem Caesar Clown das Giftgas H2S mit einer Zoan-Teufelsfrucht verband und so erwachte das Giftgas zu Leben. Es tauchte das erste Mal in Kapitel 668 auf und besaß die Echsenfrucht Modell Axolotl. Smiley selbst hatte kein wirkliches Bewusstsein. Es lief stur geradeaus, außer wenn Caesar ihm was befahl. Doch bemerkte es, dass Wasser ihm schaden würde, was sehr interessant ist. Denn war das einfach nur Instinkt der Zoanfrucht oder war das etwas innerhalb der Frucht? Da es aus Giftgas bestand, war sein Atem hochgradig giftig, genauso wie sein ganzer Körper. Interessant wäre auch gewesen, ob Smiley eine Hybridform besaß. Immerhin, seine normale Form wäre ja das Giftgas gewesen und das, was man meistens von ihm gesehen hat, war die Tierform. Eine Mischung aus Giftgas und Tier wäre aber auch etwas seltsam darzustellen gewesen, weshalb es vermutlich weggelassen wurde. Und vermutlich hat Smiley den krassesten Tod der One Piece Geschichte erlebt. Tod durch Bonbon. Er aß ein Bonbon, was ausgelegt war und explodierte daraufhin in seine Giftform. Und die Teufelsfrucht wanderte in den nächsten Apfel in der Nähe. Und erst diese Szene offenbarte uns, dass Smiley nun gestorben ist. Und deshalb war sie so damn sad. Und Smiley hat ein, zwei interessante First-Timer gebracht in One Piece. Und zwar war es die erste Zoan-Teufelsfrucht eines Tieres, das meist zu Wasser lebt. Was uns beweist, auch dies kann es geben. Die Frage hierbei ist, was bringt mir eine Haifischfrucht zum Beispiel, wenn ich nicht mehr schwimmen kann? Außer vielleicht die Hybridform, wo ich dann stark zubeißen kann, ähnlich wie Arlong. Naja, zudem ist Smiley der erste Zoan-Teufelsfruchtnutzer, welcher gestorben ist. Bam bam bam. Wie fandet ihr denn Smiley und vor allem seinen Tod? Schreibt es in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt, liked und lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.